bisschen geleckt und dann habe ich mir halt nochmal Optifine geholt, damit sie noch etwas flüssiger läuft. Und es wird Nacht mittlerweile, ich muss mich beeilen. Ach ja, ich übrigens hatte Peaceful an wegen Bauen. Deswegen mache ich das jetzt einfach mal auf. Ach komm, wir sind keine Pussys, ich mache jetzt auf Normal. Ich müsste aber jetzt schnell mal nach Hause fetzen. Fetzen, flitzen. Und dann fange ich mal mit der Farm mittlerweile mal da oben an, weil ich habe jetzt auch ein bisschen Zeug. Also ein bisschen Kobbel und hier die Sugarcanes. Ich glaube, ich mache das mit Sand da oben, weil es ist halt am schönsten, finde ich. Also ich pflanze das da mit Sand an. Ah nee, ich habe ja immer noch keinen Eimer. Oh. Ist da unten irgendwo Eisen? Ich sehe es nicht. Könnte sein, dass da unten irgendwo im Wasser irgendwas, also irgendein Ravine ist. Sieht zumindest nicht so aus. Oh, schade. Ich kann später auch mal bei der Lava da vorbeigucken. Vielleicht ist da ja irgendwo Eisen. Oh, das Geräusch heißt auch was Gutes. Für die Leute, die nicht wissen, was X-Ray ist, das ist genau das hier. Ha, jetzt habe ich gezeigt, wo die ganzen Ohren sind. Aber mittlerweile habe ich schon... Ich weiß ja nicht genau, wo die sind, also... Bitte nicht rumheulen. Ich gehe einfach mal pennen. Komm. Da hatte ich auch Probleme in der Aufnahme davor, dass der irgendwie nicht pennen gehen wollte. Geht doch. Oh, mein Gesicht. Oh, oh Gott, aufgewacht. Okay. Ich gehe einfach mal hin, nehme hier das Glas raus. Das kann ich nämlich auch gut gebrauchen und tue mir hier die Kohle rein. Und dann... Ich nehme mal kurz ein Crafting Table mit. Ein Crafting Table. Und fange dann mal an, hier die Farm zu bauen. Ich setze ihn einfach mal kurz hier hin. Da. Und wollte dann einmal ein paar von den Amigos hier machen. Plopp. Ich glaube, ich mache das mal hier so und dann so. Die drei Cobblestones da drunter sollen mir Wayne sein. Und ich müsste jetzt erstmal eine Pickaxe und schnell eine Axt machen. Weil ohne wäre auch irgendwo blöd. Und ich brauche nochmal... zwei Holz. Plop, plop. Und einmal zack, zack, zack. Oh, na, ich bin so blöd. Oh, ich habe das extra so gemacht, damit ich schnell die Pickaxe nachlegen kann. Naja, dann habe ich halt eine Schaufel mehr. Patsch auf Stirn! Na egal, was soll, da haben wir halt eine unnötige Schaufel aus Folge, keine Ahnung. Ich weiß halt auch nicht, welche Folge das hier jetzt gerade ist. Weil ich weiß ja nicht, wie ich die hochlade. Also, könnte jetzt ungefähr 8, 7 oder irgendwie sowas sein. Ich bin mir nicht sicher. Schreibt's in die Kommentare. Ja. Okay, ich hatte mir irgendwie so überlegt, wenn ich dann auch mal hier Melons und alles habe, dann kann ich das ja auch ziemlich nice dann hier gestalten. Ich weiß nicht, ob ich dann hier Gras hochlege, damit das hier auch schöner aussieht, falls ich dann irgendwie sowas machen sollte. Obwohl, nee, bei Melons wird sich das auch nicht lohnen. Ich glaube, ich mache dann einmal so hier. Aber Melons werde ich dann zumindest vollautomatisch machen. Die Farm. Ich werde das dann auch... Ich habe da nämlich auch so ein paar Tutorials gesehen, wie ich das am besten hinkriege. Ich meine jetzt so ein paar neue Ideen. Ich weiß, ich bin zwar so ein Redstone-Nerd, dass ich mittlerweile auch schon so eigene Sachen entwickle. Aber das war schon mal schon eine Redstone-Idee, die war so nice. Die fand ich echt cool. Die fand ich echt knorke. Schwuler Moment. Und, ja. Schere bräuchte ich auch mal wieder, aber ich habe natürlich kein Eisen. Irgendwie bin ich schon kurz davor, mir irgendwie hier, die, Iron Ores sogar hinzustellen und dann abzubauen. Fairerweise, weil ich mir irgendwie gerade zu schön bin, na zu schön nicht, aber zu faul bin, da runter zu rennen. Ich glaube, ich gehe einfach mal hin und mach mal. Ich guck mal kurz, wie viel Eisen ich habe. Was denn? Ich sollte ungefähr mal, drauf gucken, wie viel ich immer so habe. Ich glaube, ich mache jetzt einfach mal so. Das ist auch besser für euch. Plop. Haha. Ich bin ein böser Cheater. Ihr kennt mich aber. So, ich habe das jetzt nur faires halber einmal hingesetzt und abgebaut. Und ich will ja schließlich auch irgendwie
an meinen Eimer rankommen. Ja. So sieht's aus. Und, wenn ihr da rumheult, ist mir sowas von Wayne. Wenn euch das jetzt nicht gefällt, dann, hört auf zu beleidigen. Also, wenn euch das jetzt, so schlimm ist, dass ich mir jetzt gerade, hier zwei Eisenohrs dahingesetzt habe, nur damit ich euch jetzt nicht mehrere Folgen lang langweile in die Höhle gehen und so. Ist ja nur euch zugute. So. Für die Leute, die sich übrigens gerade wundern, was ich hier mache. Ich habe nämlich vor, eine, ups, das war ein Frameinbruch. Ich hatte vor, hier eine Farm zu bauen. Nämlich eine, Sugarcane-Farm. Und ich wollte nämlich hier ungefähr eins... Wie viel habe ich denn überhaupt? 7. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 7. Geht doch. Und dann mache ich einfach mal so. Das dürfte ja dann auch irgendwie... Ja, das geht. Wenn das dann aussieht. Ich mache dann einfach mal hier so und da mache ich dann so. Nee, irgendwie muss ja auch... Wie stelle ich das denn jetzt an? Ich glaube, ich mache einfach in die Richtung einfach nochmal 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Und dann kann ich theoretisch auch hingehen und dann da anpflanzen und dann da Wasser. Ja, das geht. Ich glaube, ich mache das jetzt einfach mal. Ich glaube, ich mache einfach nur eine Spur und dann höre ich auf mit der Aufnahme. Wenn das dann nicht wieder abkackt. Also wenn das abkacken sollte, dann nehme ich heute auch nichts mehr auf. Da habe ich nämlich dann keinen Bock mehr drauf. Das ist mir dann zu blöd. Ja. Aber irgendwann verliert man dann auch seine Lust dran. Scheiße, Mann! Gleich ist meine Dingens kaputt. Ja, jetzt ist sie kaputt. So blöd wie ich bin, kann ich mir jetzt sogar noch vorstellen, dass ich mir da hier raus jetzt eine Axt machen würde. Wenn ich nicht sogar schon Eimer hab, das wäre jetzt lustig. Am Ende habe ich echt schon Eimer und... Ne, habe ich nicht. Das wäre es auch gewesen, ey. So. Und jetzt muss ich mir am besten nochmal eine Axt machen. So, einmal plupp. Und... Hoppedi hoppedi hoi. Und dann gehe ich auch gleich mal schnell runter und hol mir mal zwei Wasser. Dann kann ich hier nämlich einen unendlichen Brunnen machen. Den ich dann übrigens auch schön schmücken werde. Und unten werde ich mir dann auch erstmal Sand holen, genau 7. Damit ich hier das nämlich auch irgendwie einsetzen kann. Ich glaube, hier lasse ich einfach mal das ein bisschen Natur belassen, damit das dann auch schön aussieht. Also die Decke lasse ich dann Natur belassen. Sieht dann bestimmt nice aus. So, hier muss Holz runter, weil da kommt ja dann auch Sand hin, sonst fällt er ja runter. Und hier mache ich dann so. Und dann gehe ich einmal ganz schnell runter. Ich nehme, wo mache ich denn dann den Brunnen hin am besten? Plopp! Ich glaube, den Brunnen mache ich dann so. Ich mach den dann am besten mal so, so. So. Ich mach da einfach dann Wasser rein, so. Und einmal den Eimer gezückt. Na, da höre ich schon Zombies. Ich glaube, ich ziehe erstmal mein Schwert. Kann nämlich gut sein, dass da draußen jetzt was auf uns wartet. Ja, im Baum natürlich. Hallo, Spinne. Und tot ist er. Die XP ist mir jetzt so egal. Und es kann auch sein, dass meine XP weg ist wegen dem Mapwechsel, aber das ist ja auch nicht so dramatisch. Und ich fand auch die Map davor ein bisschen hässlich, muss ich echt sagen.
deswegen habe ich das sowieso gewechselt. Wir waren ja sowieso in so einer Wüste und deswegen passt das ja hier auch. Ich habe das hier halt auch alles angepasst. Ich habe halt den Baum kopiert und habe dann noch ein bisschen schön gemacht und habe mich dann hier so hingestellt, so als wäre nie was passiert. Das Zombie-Gegröle regt mich auch ein bisschen. Warte mal, ich bin so blöd. Ich war jetzt unten, um Wasser zu holen und ich hole den Sand und gehe wieder hoch. Ich hätte den Sand jetzt auch setzen können, aber... Naja. Was ist denn der Zombie? Ich habe mich gerade gewundert. So, einmal. Und hoch da. Wir haben ja nichts Besseres zu tun. Zoom so an. Manchmal kann ich wirklich gar nicht zoomen. So kann ich zoomen, doch. Ist mir so aufgefallen nach der... Jetzt setze ich erstmal den Sand. Ist mir so aufgefallen nach der Zeit, dass man nicht immer zoomen kann. Hey, das sind doch... 1, 2, 3, 4, 5, 6... Ach so, ich muss noch eins rein. Okay. Okay. Dann mache ich das halt. Und dann muss ich nochmal eins nach hier. Nach hier? Hört sich genauso an wie das... Tschüss von Sips LP, das Tschüss. Ich will mich ja jetzt hier nicht als Fanboy outen. Vor allem, weil ich jetzt nicht so der Sips LP-Fan bin. Muss ich so zugeben. Was? Du bist kein Sips LP-Fan. Ich deabonniere dich. Du bist scheiße. Wie oft man das doch zu hören bekommt, ey. Also nicht, dass ich kein Sips LP-Fan bin. Das natürlich nicht. Das kriege ich eigentlich so gut wie nie zu hören. Zum Glück. Das will ich mir auch gar nicht antun. So, und... einmal da. So, und dann kann ich einmal so machen. Und noch einmal. Und dann habe ich da ja auch schon eine Unlimited Water Source. So, einmal. Und so, und... So und so und so. Dann kann ich ja hier einmal nochmal so machen und dann auch schon mal anpflanzen. Ist 3 hoch, wächst dann auch gut. So. Und ich denke, ich verabschiede mich dann und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.